So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Payback. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Schön, dass ihr auch wieder heute einschaltet. Ja, heute geht's dran, die vorletzte Quest zu machen, schon für neues Bomb. Ich hatte nicht gedacht, dass es ein Rückblende auf Need for Speed Post Street ist. Aber ich find's cool. Ich finde es wirklich cool, dass wir da nochmal dran ansetzen. Oh, wir haben eine Köderkiste. Moment, ich guck mal gerade, was da ist. Warte mal, ist noch ein Chip. Verdammt, mal leider ist 4. Ach, leck mich doch. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Die Cops wollte ich jetzt eigentlich nicht dazwischen bauen. Aber okay. In nördlicher Richtung durch Mauerfahrer. An alle verfügbaren Einheiten. Adam 1-3. Verlöst Unterstützung bei einer Verfolgung. Weiter so, Mann. Aber wir haben gerade sehr viel Glück gehabt. Bestätige Adam 35. Wo sind Sie gerade? In südlicher Richtung durch Mauerfahrer. Okay, verstanden. Muss das sein? Hey, ich geh fliegen. Die sind mir hinterhergefahren. Wie geil ist das denn? Okay. Ich sollte mich nicht zu früh freuen. Sondern mal schön geschmeidig hier den Punkt hinterher, aber... Ach, schade, ich dachte, wäre noch einer weg gewesen. Aber da vorne sind die zwei... Ich dachte mir, okay, die sind schön hinterher gefahren. Aber irgendwie doch nicht. Ja, die haben es nicht geschafft. Zeit abgelaufen. Scheiße. Mann! Schade, das wäre es gewesen. Aber jetzt müssen wir wieder hier runter. Ja, ich kann nicht mal abkürzen. Okay, danke schön dafür. Jetzt muss ich wieder da hinten zurückdüsen. Dann machen wir mal das. Ich markiere mir das ganze Ding mal. Das hat also mit diesen Köderkisten aus sich. Okay. Gut zu wissen. Ja gut, ich habe bei der einen eben gerade sehr viel Zeit liegen lassen. Und was ich so gerade nebenbei erfahren habe, wenn ich den Evo für Racer und für die für Offroad haben will, muss ich ihn tatsächlich sogar zweimal beim jeweiligen Händler kaufen. Oh, meine Güte. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht klappt es ja. Dürfte 600 Meter ohne Unterbrechung. Ich habe hier mal 500 Meter schon nicht geschafft. Dann werde ich es auch bei 600 Meter nicht schaffen. Legendären Stargazers Run. Zeig uns, was du drauf hast. 64.000 sollen wir schaffen. Ich bin in absoluter Topform. Sollten eigentlich bei der Art von Kurven nicht das Riesenproblem sein. Dann mal los. Fast 30, fast die Hälfte haben wir schon mittlerweile. Gucken, ob ich es noch hinkriege. Aber sollte da, wie gesagt. Einmal noch 8000, dann ist das Ding eh gegessen. Oh Mann. Ich hab's eh geschafft, weil sie ist jetzt.
was ich hier zeige, damit kann niemand mithalten. Das ist wie ein Wellness-Tab, nur besser. So. Schade. Markus, das kriege ich nicht mehr, aber egal. Wir haben das Event abgeschlossen und das ist das Wichtigste. So. Wir haben eine weitere Speedkarte. Ich hoffe, dass wir die gebrauchen können. Einen in den Block, Stufe 9 und wir haben Stufe 4 mittlerweile erst drin. Das heißt, mein Auto hat jetzt 221. Da vorne wäre noch ein Chip. Dieses Event hier von... nein. Warum soll ich das jetzt nochmal... Was soll ich jetzt nochmal machen, hä? Da hochzukommen war einfach. Runter. Ach, wir müssen die ganze Scheiße jetzt nochmal rückwärts machen. Okay, ich dachte mir, es wäre jetzt auch lustig gewesen. Nochmal driften und zwar 66.000. Aber runter sollte nicht das. Sollte eh nicht easy werden. Ich lasse da lieber laufen und nehme die 10.000 noch mit hier. So, wie gesagt, 66.000. Ich lasse ihn hier schön laufen. Und los geht's! Ach, Mist. Ja, die haben wir auch gleich. Wir haben hier jemanden, der es absolut drauf hat. Over and out. Peanuts. Ja, man merkt ein bisschen, der Leistung fehlt ihm schon, aber nicht so, dass ich die Dinger nicht ohne Probleme schaffe. Gar nicht mal so übel. Und geschafft. 170.000. Ohne mich selbst zu loben, das war der Wahnsinn. Wir haben wieder ordentlich Geld bekommen. Jetzt soll ich noch denken, wenn wir nachher den Evo noch zu gönnen. Das heißt, wir haben nachher ein neues Offroad-Auto. So, wir kriegen noch eine weitere Speedkarte. Nehme ich mir dann direkt mal diese hier. Oh, ein neues Getriebe, Stufe 10. Und wir haben ein Stufe 7 hier aktuell drin. Und das heißt, unser Auto geht auf 229 hoch. So, Aki dürfte jetzt als nächstes kommen. Da ist er doch schon. Ich muss sagen, du hast den Stargazers Run beherrscht. Das erregt Aufmerksamkeit, auch online. Wirklich? Cool. Die Leute wissen außerdem von deiner Performance bei Shiftlock. Wie es aussieht, wirst du zu einer örtlichen Drift-Legende. Ich war schon immer eine Legende. Fortune Valley hinkt einfach nur hinterher. Verstehe. Nun, jetzt wartet mein Rekord auf dich. Wir sehen uns beim Silver Canyon All-Star. Ist damit alles gesagt? Lass mich auf die Strecke! Wollen wir machen. Stargazers Run, Missionserfolg. Nummer 3 war auch erledigt und der nächste ist ja halt jetzt die finale Mission. So, gucken wir mal das Ding. Hey Mac, wie läuft's mit Noise Bomb?
Fantastisch. Dank mir hat Ihr Stream mehr Aufrufe als je zuvor. Es geht hier nicht um Aufrufe, Mac. Wir wollen in den Outlaws Rush. Also bleibt konzentriert. Mann, Tai. Wir werden jetzt auch nicht da oben jetzt irgendwie groß noch was machen. Wir werden jetzt einfach gucken, dass wir den Rekord bügeln. Weil, wie gesagt, dafür brauche ich nicht, Anführungszeichen, so viel Leistung, wie ich jetzt, wenn ich im Finale antreten muss. Aber gut. Genau dafür bin ich doch nach Amerika gekommen. Lass mich einfach genießen, ja? Okay, Mac. Sag ihnen, was du kannst, Superstar. Du kriegst doch ein kostenloses Autogramm. Aki Kimura, The Drift King. Ja. Ich habe ihn schon einmal geschlagen. Ich hoffe, dass ich ihn ein zweites Mal auch schlagen werde. Damals war es Ryan Cooper. 2. Mit über 80 zu viel in das Radarfalle. Ups. Würde normalerweise den Führerschein kosten. Aber wie gesagt, wir sind hier in einem Videospiel. Daher ist das, genauso wie dieser Unfall eben. Oh, schön. Nicht weiter tragisch. Wir sollten diese Online, diese Drift-Rennen nochmal in Online machen. Ich brauche den, hätte den Evo nur gerne halt als Offroad-Wagen. Ah, macht das Bock mit, um diese Ecke hier zu kurven, um diese Ecke hier zu driften. So. Geschafft. So, 48 Stellen brauchen wir noch. So, wir sollten eigentlich 280 haben, aber wie gesagt, ich denke, wir können ihn jetzt schon noch ausfordern. Ich hoffe, dass wir nur einen Rekord bügeln müssen. So, ablehnen. Ja, weg damit. 1000 Meter. Wenn ich 500 Meter nicht schaffe, dann schaffe ich auch 600 Meter oder 1000 Meter nicht. Ist aber nicht weiter tragisch. 150.000. Naja, gucken wir mal. Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. Das ist nur der Anfang. Wow, tolle Technik. Wir gucken einfach mal. Ihr befreundet? Du wirkst nicht gerade wie der politische Typ. Kunst ist immer politisch. Mach schon! Mach schon! Ein Drittel haben wir. Warum war ich überhaupt besorgt? Du wirst meinen Rekord niemals brechen. Ich habe noch jede Menge Zeit, eure Hoheit. Ich muss den Winkel halten. Und, Aki? Du bist auf einem guten Weg. Perfekt. Noch nicht ganz. Ups. Ah, ich glaube, ich krieg ihn trotzdem. Das wäre einfach mal verpunkt jetzt. Das
film gerade mal ein bisschen die Punkte. So, dann nochmal fehlen uns noch 14.000. Also, Aki, wenn ich ein Künstler bin, auf Offroad stehe. Stopp. Ich fahre nicht Offroad. Ach komm schon, das macht Spaß! Ladies und Gentlemen, es ist soweit. Der große Aki Kimura wurde von dem noch größeren Mac McAllister besiegt. Ich dachte nicht, dass du es schaffst, aber du hast mich eben gelehrt. Dein Rekord ist Geschichte, Aki. Ach, komm schon. Ja, schade. Und den haben wir ohne Probleme abgeschlossen. Hoch auf den neuen Drift King, Baby. Ich wollte die so 191.000 haben. Aber sei es drum. Wir haben es. Und nochmal eine Speedkarte. Ja, wir konnten auch mit einem unterlegenen Auto eigentlich nochmal was machen. Aki Kimura, die Drift King Missionserfolg. Quest rein, Fortschritt abgeschlossen. Noise Bomb, Kinderspiel. Neuer Wagen. Oh, ein Acura NSX. Einen Lamborghini Diablo. Unser erster Lambo. Und dann haben wir noch einen Jaguar F-Type RQP. Gut. Neue Mission haben wir verfügbar. Du hast es geschafft, Mac. Meine Krone gehört dir. Üb einfach weiter, Aki. Vielleicht schlägst du mich ja dann eines Tages. Schließ dich Noise Bomb an. Lass uns durchs Land touren und gemeinsam Kunst erschaffen. Das wäre fantastisch, Mann. Aber ich hab schon eine Crew. Natürlich. Ich hab von eurem Kampf gehört. Noise Bomb wird da sein, wenn ihr uns braucht. Gut zu wissen. Mac hier. Du Bastard. Du erzielst jede Menge Klicks. Hash Papi! Es heißt Hash Tiger! Wieso hast du mehr Follower als ich? Hab ich? Ich werde Tag und Nacht trainieren, Mac. Und eines Tages schlag ich dich. Ich kann's kaum erwarten, Hash Papi. Immer noch ein schön nachlegen. Gut. Wir brauchen nämlich immer noch ein Offroad-Auto. Da würde ich nämlich hin. Oh, wir müssen sogar dahin. Sehr schön. Das würde sich jetzt anbieten. Aber ich gucke erstmal, wie gesagt, ich will den Evo gerne haben. Ich habe nur gehört, dass der Panamera nicht so das beste Auto ist zum Driften. Theoretisch könnten wir uns sogar leisten, ne, kann man sich. Aber ich würde den, oder soll man den X6 sogar nehmen? Der hat 195, der Evo, und der X6 hat 205, hat 568 PS, der Evo hat 66 PS, ja, 200 PS mehr unter der Haube, der X6. Ich bin echt am überlegen, ob ich sogar doch den X6 nehmen soll. Den Subaru auf jeden Fall klar verkaufen. Bevor ich jetzt wieder irgendwelche unnötig Geld ausgebe für den Ding. Ne, ich nehme den Evo. Ich habe gesagt, ich nehme den Evo und das ist gut. Ja, weiß ich auch. Und damit gehört der Evo uns. So, wir haben einen neuen Wagen. So, ich gehe mal kurz gucken, ob ich irgendwo eine Möglichkeit habe, den Wagen noch zu tunen schnell. Zumindest leistungsmäßig. Ich brauche nämlich einen Tuning-Shop. Ja, wir machen nochmal weiter. Wir machen das Ding machen wir nämlich in der nächsten Folge. Ich hau jetzt noch ein paar Tuning-Tipps-Dinge raus und dann ist gut. Dann kann ich den Evo schon tunen. Ich habe ja schon ungefähr ein Design und überlegt, wie ich mir das mal Auto aufbauen werde vom Dings her. Aber als erstes brauchen wir nämlich erstmal Speedkarten. Die rein. Hallo Racer.
Ihr hört die Stimme der Straße. Es gibt spannende Neuigkeiten. Noise Bomb hat sich als Blindgänger erwiesen. Unser Freund Mac hat den Drift King besiegt und ist dem Outlaws Rush wieder einen Schritt näher. Kann diesen Mann jemand aufhalten? Will das überhaupt jemand? Hey Mac, die Straßen jubeln dir zu. Sei frei. Habt ihr das gehört? Die Hüterin sagte, sei frei. Tja, die junge Dame hat es gesagt. Ich hoffe, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, noch schnell... Ja, ich will dann sein Dings ja noch verkaufen. Ich will den... Dann kann... Oh, dein Ego nicht schon groß genug. Das lasse ich auf T-Shirts drucken. So. Ja, den kann man eigentlich... Gut, für einen Offroad-Wagen ist das, glaube ich, so ungeeignet, ne? Ich habe mir ein Design überlegt, welches ich gerne auf dem Wagen hätte. Und zwar, man kann entweder den hier oder den Fast and Furious Dings. Aber ich will ja eigentlich gerne dieses hier haben. Aus Tokyo Drift. Deswegen habe ich mir das überlegt, den hier auch zu nehmen. So, Folie brauche ich nicht bearbeiten. Farbenfolie brauche ich nicht zu entfernen. Sondern jetzt geht's aufs Optik-Tuning. Wir haben noch keine Möglichkeit. Toll, wir kriegen immer noch keine scheiß Felgen für den Wagen. Diesen Auswurf nehmen würde, der steht im Evo eher als irgendwas anderes. So, Rahmen ändern. Ich werde wieder meinen Dings nehmen, glaube ich. Nimm mal, ich nehme den. Hintergrund ändern, werde ich wie immer Need for Speed Rockport nehmen. Also, und dann versuche ich, mal gucken, ob es passt. Ne, Drift King kann ich ja nicht nehmen. Ist ja eigentlich ein Offroad, ist ja mein Offroad-Wagen, muss ich es doch so nehmen. So, Spoiler hinten drauf. Wobei auch hier bei dem Auto ein eher dezenterer Spoiler ist, helfen würde. Dann kann ich fast sogar den Standard-Spoiler nehmen, wenn ich ehrlich bin, weil bis bei dem Auto... Haben die keinen dezenteren Spoiler? Leg mich doch, ist doch egal. Dann ist es so, machen wir es so. Moment, Optik-Tuning. Und die Scheibe erstmal komplett dunkel machen. Schade, das Einzige, was wir noch brauchen, sind die. So, Kotflügel waren drauf. Gut, ja, sieht doch schon ganz gut aus. Unser neuer Offroad-Wagen. Aber ich habe noch die Möglichkeit, den Dings zu verkaufen. Dann kriege ich den doch noch ein bisschen aufgepimpt. Weil ich will den hier loswerden. Würde uns 110.000 bringen und weg damit. Ja, ja, ich will die Garage verlassen. Ich muss nämlich nochmal zur Tuning-Werkstatt. Dann kann ich den auch schön aufbauen. Das will ich auch auf jeden Fall machen. So, Moment. Tuning.
Da wollte ich eigentlich hin. Weil, wie gesagt, wir machen das Ding in der nächsten Folge. Jetzt mache ich halt ein bisschen was länger, dann machen wir mal die Dinge, ist zwei Dinger da und dann machen wir kurz, wenn wir die Folge, wenn ich die Folge danach. Nein, der hat ja schon 213. Zwei 18. 221. 223. Mehr hat er noch nicht. Wir haben ja keine drei Dinger. Egal, haben wir den Evo schon mal auf 223. Ja, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Payback. Und endlich habe ich auch mein Offroad-Auto und habe meinen Subaru verkauft und jetzt geht's bald los wieder mit der neuen Folge. Was die nächste Mission ist, weiß ich noch nicht. Ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin und ciao.